Herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und Sie werden sich jetzt wundern, dass heute zwei hübsche Damen neben mir stehen. Zu meiner Linken kennen Sie Melanie, unsere Tierärztin. Zu unserer Rechten unsere Julia, das jüngste Mitglied in unserem Team. Sie ist studierte Marketingfachfrau und kümmert sich seit einigen Wochen hier wirklich um den ganzen Wahnsinn im Büro. Also durch den Modern Koi Blog überschlagen sich hier die Ereignisse und es überschlägt sich vor allem die Arbeit. Ich alleine habe es nicht mehr geschafft. Und sie ist die Freundin eines unserer Kunden. Und sie kam hier rein und ich habe ihr in die Augen geschaut und habe gedacht, die könnte zu uns passen. Und war also eine ganz brutale Kaltakquise. Und ich kann Ihnen nur sagen, die ersten drei Wochen, die letzten Videos, was Sie alle gesehen haben, wurden alle von ihr geschnitten, wurde alles von ihr bearbeitet. Sie beantwortet all die Fragen, die an Modern Koi kommen. Also es wird alles dadurch strukturierter. Aber warum erzähle ich Ihnen das? Julia wird in den nächsten 51 Tagen die Arbeit haben. Insgesamt 51 Videos, von denen keiner weniger als 30 Minuten dauern wird, zu schneiden, ins Netz zu stellen, zu bearbeiten und natürlich auch für Ihre Belange da sein, wenn Sie irgendwelche Anregungen haben. Melanie wird auch drei Wochen in Japan sein. Sie wird nicht heute mit mir, meine Abreise steht jetzt ungefähr eine halbe Stunde bevor. Melanie wird mir in zwei Tagen nacheilen, wird dann genau drei Wochen mit drüben sein. In der Zeit werden die ganzen Nisai fotografiert, es werden auch Nisai aus dem Naturteich abgefischt, es werden Elterntiere in den Naturteich rausgebracht. Also wir haben hier jedes Jahr ein super, super interessantes Programm, das wir dieses Jahr einfach mal auf eine andere Art und Weise aufbereiten möchten. Wir werden auch nicht jeden Tag zwei Blogs hochfahren, sondern einen Film in nahezu Spielfilmlänge. Spielfilm vielleicht nicht, aber Serien, The Walking Dead. So sehe ich zumindest ganz am Schluss aus, das kann ich Ihnen versprechen. Sie werden sehen, wie ein Mensch in seiner Kondition, in seinem Aussehen, in allem durch 51 Tage ohne Pause wirklich in sich zusammenfällt. Das ist aber nicht schlimm, danach habe ich der Dezember, der ist in der Regel aber auch nur etwas ruhiger bei uns, da kann ich mich dann wieder erholen. Nein, Spaß beiseite, ich weiß ja, was auf mich zukommt, freue mich jetzt auf die Abfahrt, habe dann noch 10 Stunden im Flugzeug, um zu erholen, wobei mit Flugangst kann man sich da drin auch nicht wirklich erholen. Aber Spaß beiseite, also Julia ist Ihre Ansprechperson hier, Melanie wird drei Wochen mit drüben sein, die werden Sie dann öfters hören. Und wie gesagt, wenn Sie Anregungen haben, vielleicht eins noch, die Kommentarfunktion bei unseren Videos haben wir jetzt ausgeschaltet und das hat einen ganz einfachen Grund, wie so häufig in den Communities funktioniert es nur bedingt. Einige User haben nachts Kommentare auf unser Board geschrieben, die einfach schlichtweg für uns untragbar waren und da wir auch manchmal schlafen möchten, haben wir dann gesagt, das brauchen wir nicht, soll jeder sein eigenes Ding machen, wenn er irgendwo dumm daherreden möchte und von daher haben wir uns entschieden, die Kommentarfunktion ist ab sofort tot. Schreiben Sie an info@modern-koi.de. Julia, du solltest die E-Mail einrichten lassen, die gibt es noch gar nicht. info@modern-koi.de. Und wenn Sie Anregungen haben, vielen Dank, schicken Sie es uns. Wir werden darauf eingehen, Sie werden auf jeden Fall eine Antwort erhalten. So, aber jetzt wieder mal genug gelabert, die erste halbe Stunde ist rum. Und bis in Hiroshima. Ciao. Ja, 24 Stunden ist es jetzt her, dass ich in Abstadt aufgebrochen bin. 24 anstrengende Stunden liegen hinter mir, 24 Stunden, auf denen sich auch wieder viel ereignet hat. Als erstes Mal habe ich mich in der Lufthansa von Stewardessen bequatschen lassen, dass sie mich von der Economy in die neue Premium Economy upgraden ließ. Das hat mich 350 Euro gekostet und hat am Ende nichts gebracht. Das ist ein bisschen breiter und ein bisschen mehr Beinfreiheit. Aber durch das, dass die exakt die blöde gleiche Sitzposition haben wie in der normalen Economy, kann ich es also niemandem empfehlen, der jetzt nicht wirklich das Dreifache von mir ist. Das ist also völliger Quatsch. Danach habe ich mich in meinem Japanisch versucht und musste merken, dass es sich wieder irgendwie so degeneriert über die Sommermonate, dass es mir nicht geglückt ist, am Bahnhof dem netten Herrn am Schalter zu erklären, dass ich mit dem Nozomi Super Express, das ist der schnellste aller Shinkansen, der kaum an irgendwelchen Haltestellen hält, nach Hiroshima möchte. Stattdessen hat er mich in Sakura gebucht, der ist eine Nummer langsam und hält an mehreren Stellen. Und das hatte zur Folge, dass ich beim Umsteigen in Osaka, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier, als erstes mal an sämtliche falsche Gleise gerannt bin, in der letzten Minute dann doch noch in Sakura kam. Also das war unangenehm, aber dass mein Japanisch doch nicht so schlecht ist, hat sich dann gezeigt, als ich mich im Hotel, da ich jetzt gefühlt schon drei, vier Jahre meines Lebens zugebracht habe,
Als ich dort dann endlich auf mein Zimmer kam, um ein, zwei Stündchen zu schlafen, stinkt es da drin nach Qualm ohne Ende. Als ich dann runterging an die Rezeption, um dem jungen Herrn zu erzählen, dass ich habe es ihm auf Englisch erzählt, dass ich kein Raucherzimmer habe und das die ganzen Jahre nie hatte, dann hat er zu seiner Kollegin gesagt, naja, er hat es jetzt doch gemerkt, dass es ein Raucherzimmer ist. Er hat sich gerade darüber beschwert, dass es in dem Zimmer stinken würde. Dann wollen sie nicht wissen, dann habe ich mein Japanisch geschärft, meine Sinne geschärft und habe auf Japanisch dann mal kurz den Dampfhammer durch die Lobby schwingen lassen und schuppdiwupp war ich einen Stock höher und in einem Nichtraucherzimmer. So, dafür bin ich bekannt. Und da heute am Dienstag die Konishi Koi Farm geschlossen hat, ich gehe zwar heute Abend mit den Jungs essen, werde ich jetzt in den Chuquin Garden gehen. Das ist sowas wie der Central Park in New York, wie der englische Garten in München, nur mit dem Unterschied, wenn die Japaner Pause machen, wenn sie mal entspannen, abspannen, dann schauen sie sich einen geilen Garten an und legen nicht auf irgendwelchen Wiesen rum und grillen Würstchen. So sind die Kulturen verschieden und jetzt gehen wir da einfach mal rein. So, da vorne ist das Kassenhäuschen. Hitoride. Ja, bevor wir uns gleich auf den Rundgang durch den Chuquin Garden machen, vielleicht ein paar Informationen dazu. Chuquin Garden ist 40.000 Quadratmeter groß, 4 Hektar. Wurde 1619 wurde mit dem Bau begonnen und wurde aber dann wie die ganzen Gärten in Japan noch ca. 100 Mal umgebaut. Jeder neue Shogun, jeder neue Fürst, der nach Hiroshima kam und Hiroshima als seine Residenz erklärt hat, hat natürlich hier seinen Fingerabdruck hinterlassen. Ich werde Ihnen auch mal die Karpfenburg zeigen, weil Hiroshima ist die Stadt eigentlich in ganz Japan, die für einen Karpfen populär ist. Da heißt auch, die Burg von Hiroshima ist auch die Karpfenburg. Ja, und 1940 schließlich, wie eigentlich alles in Hiroshima, natürlich der verheerende Abwurf bzw. die Explosion nach dem Abwurf, den Garten vollständig zerstört. Und es war aber ein großes Anliegen der Stadt Hiroshima, den zügig wieder aufzubauen. Das hat man im Anschluss auch gemacht. Und hier irgendwo im Garten, ich habe das selber noch nicht gesehen, muss sich ein Ginkgo-Baum befinden, der als einziger den Abwurf überlebt hat und der nach dem Abwurf dann auch wieder ausgetrieben hat. So, und jetzt begeben wir uns einfach mal auf die Reise und ich zeige Ihnen einen tollen Garten mit tollen Koi und ganz gigantischen Bonsai. Im Zentrum des Gartens befindet sich ein, weiß ich nicht, 20.000 Quadratmeter großer Teich. Natürlich ungefiltert, naturbelassen. Und trotzdem ziehen hier Unmengen Koi. Wenn man die reine Stückzahl betrachtet, ihre Runden, betrachtet man das aber auf Koi pro Quadratmeter Wasserfläche ist es sicherlich nichts. Ja, hier werden vielleicht auch viele unserer Zuschauer, die in einem Garten zu Hause einen japanischen Touch geben möchten, Anregungen finden, wie man sowas umsetzen kann, was hübsch aussieht. Was man zum Beispiel immer in den japanischen Gärten mit großer Wasserfläche sieht, sind diese Bonsai-Inseln, wirklich wunderschön gestaltet. Komischerweise, ich kenne die nur mit Kiefern drauf, also andere Bäume habe ich da selbst jetzt noch nicht gesehen. Ein Nibanhi Shiro Utsuri. Die kennen natürlich das Spiel, wenn die Touristen da sind. Da zählen in dem Sinne auch Japaner dazu. Dann hat man hier natürlich immer die Chance auf was Essbares. Traumhafte Schwarzkiefern, Kuromatsu im Japanischen. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob die jetzt im Augenblick am schönsten sind oder eher im Frühjahr, kurz nachdem sie gestutzt wurden. Was allerdings der Fall ist, was man in solchen Gärten nie vergessen darf, die Pflege, die ist immens. Da arbeiten bis zu 20 Gärtner an einem solchen Garten und das wirklich rund um die Uhr. Wer meinen Garten zu Hause kennt, der weiß, Bambus ist eine meiner
ganz besonderen Leidenschaften. Das ist meine Lieblingspflanze. Die Chinesen sagen über den Bambus, sie verehren ihn, weil er sich im Sturm zum Boden neigt. Aber zieht der Sturm vorüber, steht er sofort wieder auf. Und eine meiner ersten wirklichen Bambusanregungen, oder wie toll das sein kann, sehen Sie hier. Das sind natürlich Rohre, die werden wir in Deutschland nie erreichen. Zum Teil 15, 20 cm im Durchmesser. Wir laufen da jetzt einfach mal hin. Das ist wirklich eindrucksvoll. Auch hier sehen Sie wieder wunderschön angelegte Wege. Schade, dass es heute Vollsonne hat. Das ist bei der Fotografie und beim Videodreh immer schwierig. Man hat nur Licht und Schatten. Also mal ein Gefühl dafür bekommen, wie im Vergleich zu meiner Hand, wie breit so ein Rohr ist, an dieser eindrückliche Klang. Das ist schön übrigens, wenn man in der Natur so große Bambushaine sieht. Die heißen dort Satoyama, haben dort auch für die Kultur eine wichtige Bedeutung. Für die Zivilisation, kann ich Ihnen auch mal erklären, wenn wir in einem sind. Und das sind immer tolle Geräusche, wenn der Wind stark weht und die Rohre schlagen aneinander. So, also das ist aber einer der schönsten Bambusgärten. Der ist jetzt nicht so groß, die ich in Japan überhaupt bislang gesehen habe. Und auf der Straßenseite gegenüber sind die Hochhäuser von Hiroshima. Wir sind da mitten im Epizentrum sozusagen. Da der Japaner seine Gärten ja bekanntlich nicht nur zu einer Jahreszeit liebt, sondern insbesondere zwei wunderschöne Jahreszeiten hat, das ist im Frühjahr, jetzt muss ich überlegen, Hanami. Das hier ist ein Kirschbaum, Hanami, das ist das Blütenfest. Und im Herbst ist dann Momichi. Momichi ist der Ahorn, wenn also die Ahorne rot werden und die, also wenn sie zu brennen beginnen förmlich. Und die Kirschbäume, den sehen wir hier auch, der ist also zig Jahre alt und die werden, wie viele andere Bäume auch, gepflegt, gehegt und gerne in eine Form gebracht. Hinten sehen wir alles Kirschbäume, also alles das, was dann zur Schönheit des Gartens beitragen wird, wenn April ist. Und da sind die Japaner wirklich ganz verrückt drauf. Ich persönlich finde Momichi, das Rot, das Orange, das Gelb, der auch noch sehr viel schöner. Aber die Japaner haben zum Frühjahr hin die gleiche Leidenschaft für ihre Gärten und Pflanzen und vor allem auch die Natur. Ja, hier sehen wir gerade eine Schwarzkiefer, die gerade gepflegt wird. Bei der Vielzahl der Bäume, jeder, der einen großen Gartenbonsai sein eigen nennt, der weiß, wie lange einer zum Pflegen braucht. Und hier stehen Hunderte rum, gefühlt Tausende, aber Tausende werden es schon nicht sein. Da hat man auch hier diese ganz besonderen Leitern mit nur einem Fuß und vorne die Leiter, dass man schön das in den Baum reinstellen kann. Das ist im Prinzip eine Bockleiter. Jeden Tag ein Scheiß. Jetzt wäre ich gerade fast auf die Schlange hier getreten. Aber für Sie stürze ich mich todesmutig daran. Das waren gerade 5 cm, wo ich neben deren Kopf getreten bin. Ja, eine Klapperschlange wird es gerade eben schon nicht
gewesen sein. Ich glaube, ich kenne die. Die ist eher harmloserer Natur. Aber als Süddeutscher sieht man halt nicht ganz so häufig Schlangen. Da darf man auch mal erschrecken. Da hinten werden gerade die Koi gefüttert. Jetzt gerade nicht mehr. Da werden wir nachher auch hingehen. Aber die kennen sie schon. Da haben wir schon einige Blogs gedreht. Ja, wenn ich ihnen zu viel laber, dann schalten sie einfach einen Ton aus. Ich weiß, diese japanischen Gärten genießt man am besten schweigend, in einer eher meditativen Stimmung und weniger mit diesem. Ja, erstmal hallo zum Modern Koi Blog. Schauen Sie sich mal die Bäume hier an. Inseln. Und wenn Sie das mal versuchen, bei sich im Kleinen nachzustellen, dann werden Sie erst mal lernen, wie schwer das ist. Und auch da, der Japaner versucht im japanischen Garten eigentlich immer nur eins. Er versucht, die Natur im Kleinen nachzubauen. Also auch wenn das auf manche etwas künstlich anmutet, das soll es ganz und gar nicht sein, das ist also in keiner Weise die Zielsetzung, sondern es sind oftmals, wussten die Architekten, die das ursprünglich angelegt haben, kannten die irgendwelche Stellen in der Natur am Meer, wo eben so aussahen, wo die Bäume auch von Naturwegen aus geformt wurden durch raue Winde, durch sonstige widrige klimatische Bedingungen. Und das versuchte man dann nachzustellen. Also von manchen Gärten ist das auch bekannt, dass man sagt, und dieser Garten repräsentiert den und den Landstrich. Und jetzt darf man natürlich eins nicht vergessen. Japan ist natürlich ein Land der Extreme. Wir haben hier extrem viel Schnee, wir haben extrem viel Wasser, extrem starken Wind, wir haben Erdbeben, Tsunami. Also die Natur kann hier schon in vielfältiger Art und Weise geformt werden. Das ist nicht ein Traum. Also ich kann auch gar nicht verstehen, warum sie nicht alle im Herbst 2 Monate nach Japan kommen. Ist hier die vorher schon erwähnte schönste Jahreszeit. Natürlich Spaß. Ich bin dem lieben Gott jeden Abend dankbar, dass er mir das gönnt. Aber ich kann jedem nur empfehlen, wenigstens einmal in seinem Leben nach Japan zu kommen. Dafür genehmige ich ihn sogar auch 1-2 Fische weniger bei uns zu kaufen. Na, ist das nicht mal eine verkäuferische Großzügigkeit? Sieht nicht gerade aus, als sei es erst letztes Jahr erbaut worden. Auch sehr schön hier dieses Ufer. Wenn Sie übrigens nach der Form Stein suchen, wenn Sie sich sowas machen wollen, also wir haben einige Kunden, die das hier gesehen haben, sind sogenannte Pebbles. Wenn Sie auf dem Internet schauen, Pebbles, dann finden Sie die. Also auch wenn die Koi in Shuken und in vielen anderen japanischen Gärten eine untergeordnete Rolle spielen, so muss ich persönlich sagen, sollten sie auch nicht fehlen. Also wenn ich die Gärten sehe, zum Beispiel der Goldene Tempel in Kyoto, da schwimmen ein paar wenige Karashi oder Kigoi, das ist dann eher langweilig. Und irgendwie gehört der Farbklecks dann doch auch dazu. Im Hintergrund sehen Sie, wo das Schiff liegt. Da sind gerade eben besagte Gärtner damit zugange, die Bäume zu pflegen. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal aus der Nähe an, was die da machen. Ja, Nähe ist relativ. Die sind doch weiter draußen, als man denkt. Hier wird es auch kein entsprechendes Zoom dabei, um denen auf die Finger zu schauen. Aber das sieht man sicherlich noch öfters.
Und auch da kann ich Ihnen versprechen, kann man das eine oder andere Geheimnis abschauen. Und inmitten aller Steinbrücken und Holzbrücken dann wieder eine Feuerrode. Welchen Sie das verfolgt, kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Ja, da sind sie nun, die Koi. Zum Teil stattlich groß, 70, 75. Und einige mir auch bekannt. Also wenn bei Konishi zu Hause sein Gartenteich überquillt, dann kann es ja mal passieren, dass er Fische hierher bringt. Der Besitzer des Gartens ist übrigens ein dicker Freund von Konishi. Die kennen sich schon ewig, und wenn immer wir mit dem Filmteam hier in Japan waren, hat Konishi ermöglicht, dass hier mit spezieller Führung der Garten besichtigt werden konnte. Und das heißt in dem Zusammenhang, dass man nicht ständig auf irgendwelche Touris und sonstigen Besucher Rücksicht nehmen muss. Schauen Sie mal den Kumonryu da in der Mitte des Bildes. Nicht so schlecht. Und viele der Koi, wahrscheinlich sogar der überwiegende Teil, wird auch hier geboren worden sein. Das bringt einfach die Natur mit sich. Und auch hier, was Ableichen angeht, muss man sich keinen Kopf machen wie bei uns, ob das Wasser warm genug wird. Das wird hier warm genug. Und jetzt sage ich mal ehrlich, schauen Sie sich mal den Kumonryu an. Der dürfte, glaube ich, bei der Mehrzahl der Zuschauer im Teich schwimmen. Wenn nicht sogar bei der Mehrzahl aller Koi-Liebhaber. Perfektes Schwarz, sehr schönes Weiß, sehr schöne Körperform. Ein Traum. Und wer bist du? Kein Fischreier? Nein, kein Fischreier. Jetzt befinden wir uns oben auf dieser Bogenbrücke. Jetzt schauen wir uns den ganzen Garten noch einmal im Rundumblick an. Also Sie können die Information, wenn Sie das näher wissen wollen, was das mit Shuken auf sich hat. Wir haben es ja im Videotitel unten erwähnt, dass das Shuken ist. Dann googeln Sie das einfach mal. Gibt es sogar eine deutsche Wikipedia-Seite. Da habe auch ich gerade meine Informationen hergeholt. Aber ich finde, oftmals ist auch nicht das Geschriebene oder der Hintergrund das Entscheidende, sondern das, was man zu Gesicht bekommt. Und wie gesagt, das ist das Naherholungsziel der Japaner, die lieber im Stehen, im Wandeln Ruhe suchen und so einen Garten genießen, als irgendwo auf einer Wiese liegen und sich von der Sonne braten zu lassen. Zumal das mit der Sonne braten und Wiese liegen, ist ja eh nicht so populär. Und wenn Sie mal den japanischen Sommer miterlebt haben, dann wissen Sie auch warum. Das ist ja nicht so wie bei uns, sondern bei 35 Grad und annähernd 100% Luftfeuchtigkeit. Ist das einfach was anderes. Ein schöneres Schlussbild hätten wir eigentlich nicht haben können.
Morgen bin ich im Shop mit Makoto. Wir werden größere Fische, vielleicht auch kleinere, fotografieren. Die Fische, die wir unten im Shop in Hiroshima im Glashaus großgezogen haben, die stehen morgen zur, nicht zur Disposition, die stehen einfach auf dem Programm, dass wir die fotografieren, sind überwiegend Kundenkoi, aber auch welche zu verkaufen. Und Sie dürfen gespannt sein, wir werden Ihnen auch, das ist eines unserer Ansinnen dieses Mal, wir werden Ihnen sehr, sehr, sehr viel über Koi-Qualität mitteilen, weil das geht einfach übers Video sehr viel besser als über das Bild und die Schrift.